Moskitosee-Ehrenfischer. Immer so ein Thema, gut erreichbar, gut abschließbar, aber bei vielen sind einfach zwei Kandidaten da, die es wirklich schwierig machen. Aland und Barsch. Also, wenn du den Aland noch brauchst, da soll er gerade gehen. Es gibt schon verschiedene Beiträge in den altbekannten Medien, also im VK oder auch in verschiedenen Discords, immer mal wieder gepostet. Und jetzt gerade eben kam doch nochmal eine Meldung rein. Jetzt bin ich hier hingereist, jetzt habe ich es verrissen, Alter. War es vom Danny DeVito? War es vom Mattes? Alter, Kopf kaputt. Kannst du nicht ausdenken. Aber hier an der Stelle sollen die Alande reinballern. Und zwar mit der Standard-Aland-Mische und Erbsenbrei, Alten. Hoppala, was ist jetzt gerade passiert hier? Bin ich gerade hier in so eine Zwischenwelt gerutscht oder was? Alter, ballert hier auf einmal der Nebel. Da ist er schon. Der zweite schöne Aland mit über einem Kilo. Kann man machen. Ich bin relativ groß hier unterwegs. Auch gerade erst ausgeschmissen. Gerade den ersten hier direkt. Also rausgeworfen, zack, Fang, alles klar. Erstmal hier das ganze Setup gestartet. Aufnahme und Co. Ja, wir kommen hier gerade. Alter. Wir kommen hier gerade in die Abendstunden rein. Ich bin gespannt, wie es hier abläuft in den Abendstunden an der Stelle. Moskitosee ist, glaube ich, jetzt mittlerweile klar. Wir sind hier direkt an der Base, also gar nicht weit latschen, hinreisen, Route raus, Aland-Mische natürlich mit reinschmeißen und dann gib ihm. Ich hoffe hier natürlich einfach auf ein paar schöne Brocken. Denn nicht nur um das abzuschließen hier mit dem Ehrenfischer am Moskitosee ist das interessant. Wir gucken auch mal eben direkt rein. Denn die Alande sind ja auch kohlemäßig nicht so schlecht. Guck dir das mal an, Alter. 2 Kilo Fisch, 13 Silber, 5 Silber, 1 Kilo Fisch. Also wenn das mal nicht der Hammer ist, 1,5, 8 Silber. Richtig gut Kohle. Was hatten wir jetzt hier in den 5 Minuten? Ja, 27 Tacken. Das ist nicht schlecht. Das ist wirklich nicht schlecht. Relativ simpel. Einfach nur hier. Ich habe hier gerade auf 10 Meter einfach eingestellt. 10 Meter Clip. Und ja, Futtermische natürlich. Und dann gib ihm raus damit mit den Brocken. Das Ganze habe ich hier auf zweierlei Setups. Und zwar habe ich hier zum einen, die können wir direkt wieder reinwerfen, habe ich hier zum einen einen Viererhaken und dann zweimal die Einserhaken. Gucken wir mal eben rein. So sieht das Ganze hier aus. Ich habe Fluorocarbon Only genommen mit 9,8 Kilo. Könnte man feiner rein? Ja. Ja, ich denke, man könnte noch feiner rein. 6, noch was an Vorfachsmaterial sollte reichen, wenn man da wirklich aus ist. Auf Aland Trophy vielleicht extra nochmal ein bisschen feiner reingehen und lieber nochmal mehr in den Drill bei den 3 Kilo plus Alanden. Die müssten dann natürlich ordentlich abziehen. Aber wie gesagt, lieber mehr in den Drill reingehen und dann doch tatsächlich die Chance haben auf die Trophy. Ich bin zum Glück durch hier an dem Gewässer. Alles erledigt mit dem Aland, mit dem Barsch und so weiter. Ja, zum Barsch werde ich auch nochmal gucken. Vielleicht kriegen wir da auch nochmal irgendwie eine Stelle hin, die vielleicht gerade wieder funktioniert. Aber nach wie vor ist, wie gesagt, Aland top. Zweites Setup sieht halt so aus, die beiden anderen Setups. Also auch hier wieder Fluorocarbon only. Einfach hier mit einem kleinen Futterkorb dran, mit jeweils einer Portion klassische Aland-Mische. Also das ist original Aland. Nichts Besonderes drin. Haferflocke, Erbse, Keks, Sonnenblumenöl. Einfach nur so als neutrale Basis. Ich denke, man könnte das sogar noch ein bisschen optimieren. Haferflocke, Erbse, Keks, Sonnenblume. Gucken wir uns das mal eben an. Haferflocke,
zack, Erbse. Was gibt es da? Es gibt das da. Keks. Und Sonnenblume ist da unten drin. Aber es gibt, glaube ich, auch nichts. Gibt es irgendetwas Erbsiges? Wir sind ja jetzt hier gerade mit der Erbse als Köder. Ja, ich bin hier nochmal alles durchgegangen. Also, was ich mir vorstellen könnte. Hanfsamenöl. Dann hier natürlich Gewürze oder Leinsamenöl. Also verschiedene ölige Komponenten. Koriander ist wahrscheinlich zu heftig. Ja, das Sonnenblumenöl. Oder eben tatsächlich ein bisschen was Fischiges, was ja auch immer wieder funktioniert. Das Schwierige ist tatsächlich dann mit dem Öl was Passendes zu finden. Was man natürlich noch machen könnte, wäre nochmal eine muschelige Variante. Dass man hier mit Muschelfeeds vielleicht reingeht und dann das hier auch auf Muschel alles trimmt. Allerdings ist das Ganze ja hier, oder wir können auch Heilbutt, sehe ich auch gerade. Dann haben wir hier vielleicht noch Heilbutt. Extra Heilbutt. Ich nehme nur die kleinen Heilbutt Feed Pellets. Also hier jeweils die ganz kleinen. Und hier machen wir vielleicht eine Fisch. Da war doch irgendwie was mit Muschelfisch. Tintenfisch. Alter, es geht wieder los, ne? Weißt du, das ist immer das Gleiche mit ihm hier. Guck mal hier, Krabbe und Muschel. Das ist immer das Gleiche mit ihm hier. Das reicht nicht, wenn er doch schon läuft auf dem Erbsenteich. Da muss dann auch noch irgendwie rumgetüdelt werden, ey. Aland Muschel. So, zack, anfertigen und testen. Gucken wir mal, ob das noch ein bisschen mehr den Aland lockt. Vielleicht verscheucht es ihn auch. Von daher halten wir diesen Spot in guter Erinnerung. Bis jetzt war es mit der Standardmische nicht so schlecht. So, wir haben schon 6 Uhr morgens durch. So langsam, tja, müssten die Aalande reingehen. Ich habe mittlerweile schon umgetauscht. Also einmal die Futtermische gewechselt. 5 Bällchen in Folge reingeschmissen. Und ja, ich glaube, vielleicht war das keine gute Idee, hier eine Muschelaromatik noch mit reinzubringen. Ich denke, das hat den Spot irgendwie verdorben. Ich sehe, es gehen immer noch Aalande rein. Wir stehen ja mit mehreren, aber na, vielleicht doch noch nicht. Aber ich glaube, es ist ein bisschen schwierig. Oder es wirkt noch nicht richtig. Da ist er wieder, der Aaland. Da war jetzt aber schön eine Flaute. Ich habe mittlerweile, wie gesagt, überall runtergenommen. Die Futtermische. Damit hier nicht vielleicht irgendwie noch mehr Brassen oder so getriggert werden. Weißt du was? Wir ändern mal eben eine Route noch ab, wo jetzt so viel Pop-Up-Rig, so viel Muschel hier drin ist. Teste ich nochmal eben. Eine, was ist denn das kleinste hier mit 8, mit 9, ne? Eine kleine Kombi auf, und wir gehen auch hier auf, nehmen wir mal das hier, 7,7. Und den 1er Haken, und zwar nur einmal hier auf Muschel. Auf Pop-Up-Rig und nur Mais. So, Muschelgrün. Das Ganze auch hier immer noch auf 10 Meter. Wir haben hier jede Menge Mais. Nee, Erbse. Erbsenbrei. Komplett. Funktioniert. Und nicht verwundern, also nicht drüber wundern. Es ist von der Frequenz her, auch an den anderen Spots, war es nie wirklich gewaltig. Also es ist nicht so, dass man hier Aaland rauszieht wie die Brasse. Man sieht es hier, glaube ich, so ein bisschen, ne? Das war jetzt hier gerade die Nacht. Und es gehen Aalande rein. Es sind auch vernünftige Größen. Aber es ist halt nicht so ein Fisch wie Giebelkarausche oder Brasse, dass man hier nonstop was rausziehen kann. Und es bimmelt dauernd. Das, ja,
leider nicht. Aber es gehen trotz allem halt immer mal wieder die Brocken rein. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich hier mit relativ großen Haken unterwegs bin. Ne? Einserhaken, Viererhaken. Genau. Ja, ich teste jetzt nochmal ein bisschen. Lass es nochmal ein bisschen laufen. Da vorne zuppelt es noch weiter auf der Erbse. Mich interessiert jetzt hier nochmal das Maiskorn-Muschel. Ob das hier, hoppala, ob das hier ordentlich was bringt. Na, was haben wir denn da dran, Alter? Ei, 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 ei. Ich bin aber auch nochmal feiner dran gegangen, ne? Habe ich hier auch schon gewechselt. Ich bin nochmal auf 6,9er. 6,9er, ja, 2,6er, cool. 6,9er Schnur. Ihr seht, das ballert halt direkt rein. Also, die Brocken sind noch da. Trotz allem, auch mit der Futtermische. Und, ja. Testen, testen, testen. Ich teste jetzt nochmal ein bisschen mit der Muschel. Und dann gucken wir nochmal in den Kescher. So. Also, Brassen sind da. Und ich glaube, so langsam kann man sagen, ja, ich hätte keine andere Futtermische reinschmeißen sollen. Ausgiebig noch getestet und gewartet. Es gab Zuppler. Aber offenbar waren dafür dann vielleicht die Haken zu groß. Und dementsprechend ist dann da nichts reingegangen. Ich sehe aber immer noch hier im Chat die A-Lande. Sie ballern immer noch gut rein. Das ist gut. Wir haben hier nichts. 5 kleine Karauschen. Nope, auch nicht. A-Land Trophy ist gerade drin. Auch natürlich angenehm. 127 Ocken. Kann man also noch mitnehmen. Und im Großen und Ganzen, wenn man hier nach Preisen sortiert, seht ihr, ja, kohlemäßig richtig gut schmeckt. Ja, gute halbe Stunde, na, nee, mittlerweile schon fast 40, 50 Minuten hier sogar. Knappe 100 Silber, also ohne Futtermische wäre es besser gewesen, wenn wir nochmal eben nach der Fangzeit hier sortieren. Und wir nehmen hier bis zur Nacht ungefähr die erste, was sind das hier? Die ersten 20 Minuten, 15 Minuten, dann ist das doch gar nicht so verkehrt gewesen. Ja, die Chance besteht halt immer noch dann auf die Trophy. Nach wie vor große Haken und, tja, mit der Futtermische gar nicht so viel rumexperimentieren. Toi, toi für den Ehrenfischer am Moskito. Wenn es dir geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs, Freitags, 19 Uhr. Petri.